Alles. Make it to the top, make it to the top. Oh. Make it up this mountain. Da hast du natürlich so ein bisschen mehr Grip, ne? Du hast ein bisschen mehr Power, wenn du das so machst. Make it up this mountain. Es ist einfacher als make it up this mountain. Top, top, top. Mach dich nicht verrückt, du bist einzigartig und du bist gut so, wie du bist. Und deine Einzigartigkeit in der Stimme, das ist genau das Besondere und nicht, dass du jetzt in 5 Oktaven singen kannst. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die wunderschöne und wundervolle Fausia an. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ich glaube, es ist Fausia, aber ich bin mir nicht sicher. Ganz, ganz viele Anfragen gab es zu ihr. Ich soll unbedingt mein Reaktionsvideo oder eine Gesangsanalyse machen und das machen wir heute. Und ich habe was richtig Tolles für euch, das wisst ihr auch bereits. Die Gesangspakete, Gesangsanalysen, die gibt es alle in meinem Online-Shop für euch zu kaufen. Das heißt, wer bequem von zu Hause aus trainieren, üben will, der schaut man am besten jetzt in diesen Trailer rein. Abo nicht vergessen, das wäre nämlich super cool. Klingel ist noch besser und ich bin auch auf Instagram und auch auf TikTok. Climbing up this mountain, climbing up twice, hoping that I make it this time, but I'm so done with hoping, cause hoping leads to failing, leads to falling down this mountain. Es ist natürlich, im Englischen sagt man distinctive, es ist natürlich eine sehr besondere Art von Stimme, die hat einen extrem hohen Wiedererkennungswert, also es ist halt nicht deine 0850 Chorstimme, sage ich jetzt mal, oder, sondern man würde sofort Fausia, oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, man würde sie auf jeden Fall direkt erkennen, wenn man sie im Radio hört. Und ja, überlegt doch mal selber, wenn ihr Radio hört oder wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, was sind das für Stimmen, die ihr sofort erkennen würdet von 100 oder von 10 oder von 20 anderen Stimmen. Und das ist auch etwas, wo Plattenfirmen nachsuchen, also Plattenfirmen, die Artists and Repertoire heißen, die die A&Rs, wenn sie dann ein Budget haben, in dem sie Künstler pro Monat einkaufen, dann gucken sie auch nach Stimmen, die Wiedererkennungswert haben oder nach Künstlern, die Wiedererkennungswert haben oder halt eben hohe Views und hohe Klickzahlen, hohes Following haben und so weiter. Ja, sehr schöne, tiefe, runde, warme Stimme auch. Lass mal gucken, was noch mehr geht. Falling down again, boom, boom, heartbeat still, beating in the end, I'm choking. But that's just what they wanted, so I get up off the ground and I shake it out. Ra ra ra, come look at me now, look at me now. Ja, es gibt ja auch ganz verschiedene Arten von Vibrato. Ich hatte aber irgendwo mal gelesen bis zu 12. Und das erinnert mich so ein bisschen an diesen Goatee-Vibrato, ähnlich wie bei Shakira. Dann lasst uns mal weiterschauen. Bitte nicht wundern, das Licht verändert sich hier stetig. Ich bin hier in Hamburg und ihr wisst ja, ihr kennt, wer Hamburg kennt, weiß, das Licht wechselt jedes Mal. Lasst uns mal weiterschauen. I'm not here to talk, I'm just here to walk, here to walk the walk. I'm gonna make it up this mountain, make it to the top. Ja, da muss ich mal ganz kurz stoppen. Und zwar, dieses Top ist ganz, ganz toll hochgerifft. Wir hatten ja auch mal über Riffs und Runs gesprochen. Dazu gibt es auch bereits schon ein Video hier auf meinem Kanal und auch ein Übungspaket. Und das Top hat sie auch mit einer schönen Kopfstimme ja, abgeschlossen, sage ich jetzt mal, oder abgerundet. Und ja, und wir nennen immer sowas Flips in die Kopfstimme und das sind wirklich echt schöne Akzente. Macht es. Ich sehe es immer wieder, wie Schüler sich dann durchzwingen und durchsingen in der Bruststimme und das. Make it up this mountain, make it to the top, show them what I made up, show them what I've got. Hat auch relativ geschlossen, also es ist jetzt nicht, also in der Vokalarbeit beispielsweise ist alles make it to the top, make it to the top. Oh, es ist alles irgendwo hier, es ist gar nicht irgendwo. Also ich übertreibe jetzt wieder total, weil ich diesen Sound jetzt nachkreiere, aber ihr seht schon, es ist nicht make it to the top, make it to the top. Eine ganz andere, ja, Vokalarbeit. I will, I will, I will, I will, I will, I will. So mark my words before you swallow yours. I'm gonna make it up this mountain. Make it up this mountain. Da hast du natürlich so ein bisschen mehr Grip, ne? Du hast ein bisschen mehr Power, wenn du das so machst. Make it up this mountain. Es ist einfach als make it up this mountain. Make it to the top. Ja. Show them what I made up. Show them what I've got. Top, top, top.
Ja, sehr schön geriffter. Ich kenne den Song nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Cover ist oder ob es ihr eigener Song ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob das ihr eigener Song ist. Also ich muss jetzt richtig krampfhaft den Vibrato singen, ne? Gott! Das ist schon besser. Gott! Genau, für sie ist der Vibrato jetzt ganz natürlich und für mich ist es jetzt etwas, was ich wirklich künstlich nachkonstruieren muss. Jeder hat ja so seinen eigenen Vibrato. Und Vibrato ist auch etwas, was natürlich kommt bei einigen. Wie gesagt, auch großes Streitthema in der Gesangswelt. Sie ist auch die ganze Zeit durchweg klar. Soundtest ist die ganze Zeit ein ganz klarer Sound. Sie hat einfach eine, ich würde sagen, sie ist ein Contra-Alto definitiv. Auch bei Contra-Altos gibt es ja verschiedene Arten von Contra-Alto. Habe ich letztens auch erst wieder gelernt, wo ich dachte, okay, alles klar. Mehr noch als das, was ich meinte zu wissen, dass es auch innerhalb der Contra-Altos in Dramatic Alto, Lyrical Alto, was sich dann nicht noch einen anderen Alto gibt. Aber auch ja. Bei ihrer tiefen, nur weil jemand eine tiefe Sprechstimme heißt, muss es nicht heißen, dass er nicht hoch singen kann oder dass seine Stimme auch so klingt wie seine Sprechstimme. Also das muss man schon differenzieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich als nächstes mal von ihr anschauen sollte. Und wir haben noch ganz viele andere Gesangsanalysen. Wir haben auch ein Video, wie singe ich tiefe Töne, also wenn du selber Schwierigkeiten hast, in der Tiefe zu singen, dann schau dir am besten mal dieses Video jetzt an oder hier ist ein Video, wie rappe ich Shireen Davids Hose Up G's Down. Ich habe es für euch gerappt und mal ein Tutorial draus gemacht und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein bisschen weiter rumstöbert auf meinem Kanal. Und wie gesagt, Instagram, TikTok bin ich auch dabei. Ja, und Hashtag du bist nicht allein und Hashtag starke Stimme nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Denk daran, du bist da wirklich nicht allein. Wir alle gehen durch unsere Stimmreise durch und es gibt so, so viele unterschiedliche Probleme, mit denen man sich dann auseinandersetzt. An einem Tag läuft es brillant, am nächsten Tag klingt die Stimme schon wieder wie Hülle und Gülle. Und das passiert auch den professionellen Sängern, die hier auch im Unterricht sind. Deswegen, ich sag's auch immer, weißt du, es ist nur ein Muskel. Da geht in diesem Muskel geht Luft durch. Also alles, was hier passiert, ist große Luft. Mach dich nicht verrückt, du bist einzigartig und du bist gut so, wie du bist. Und deine Einzigartigkeit in der Stimme, das ist genau das Besondere. Und nicht, dass du jetzt in 5 Oktaven singen kannst, sondern dass du einzigartig bist, ja. So, ich drücke dich ganz doll aus Hamburg und wir sehen uns beim nächsten Video.